Herbert, der hier gerade einläuft, gegen den Grizio Albert. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Sehr viel Kämpfe schon, der Danua. Bereich. Aber es ist wie bei jedem Sport. Also so, ja, ab Mitte 30 ist man, gehört man doch schon. Geht gerade los mit der ersten Runde. Ja, das ist der grösste Unterschied, das sieht man sehr gut. Ja, es sind noch fast 10 cm, glaube ich. Ich glaube 9 cm waren das in der Statistik. Ich würde das abtasten in der ersten Runde. Guter Sidekick. Der ging in die Deckung von Albert. Die bewegen sich sehr gut. Was ist jetzt die Vermahnung gsi? Ich habe es auch nicht genau gesehen, was da passiert ist. Das greift der Albert an. Das sind aber die meisten Deckung. Schläge in Deckung werden gewertet wie Schläge, die vorbei sind. Tja, die werden nicht gewertet. Aber es macht doch einen Unterschied, ob man jetzt in die Deckung wenigstens schlägt oder wenn man gar nicht schlägt. Also es macht ein bisschen Eindruck. Kann schon die Ringrichter oder die Punktrichter beeinflussen in ihrem Urteil. Der Franzose versucht lang zu boxen. Schöner Sidekick. Wieder ein Angriff von Grizio. Ja, zwei verschiedene Stile. Franzose mehr mit dabei eigentlich bis jetzt. Jetzt ging der Albert auch mal. So, die erste Runde ist fast um. Ist vor allem ein bisschen Abtasten gewesen bis jetzt, noch nicht handfest. Nee, ist nichts Großartiges passiert. Ich würde die erste Runde jetzt unentschieden geben. Das Problem ist anscheinend schon behoben und geht gleich weiter. Schöne Kicks. Viel explosiver wie in den ersten zwei Runden, habe ich das Gefühl. Jetzt wird es langsam ein bisschen. Jawohl. Ohne. Also würdest du denn Albert raten, wie solltest du das denn machen? Anstatt immer nur vorne mit den Füßen. Ja, das hätte man. Der mal zurückweichen, mal ihn kommen lassen. Er drückt immer nur nach vorne und läuft dann immer in die Kicks rein. Er hat sich umgekehrt, aber das ist mehr als Stolpern. Ja, das war ein Stolpern. Wird nicht abzählt, okay. Ja, der Franzose ist viel dynamischer jetzt wie in den ersten zwei Runden. Hat er kurz grinst. Ein bisschen Psychologie noch im Ring. Er versucht ihn vielleicht zu provozieren. Weil er lässt sich auch der Albert ein bisschen auspowern, denkt es mir. Wenn er ein bisschen Deckung lässt und dann kommt er wieder mit einem Kick zurück. So, Tiro. Immer wieder die schönen Sidekicks. Schöne Rechte, zwar in die Deckung, aber schön explosiv und schöne Linke. Der ist immer noch spritzig und schnell. Also sehr gut, ja, sehr schnell, sehr explosiv. Wegen der Kondition sieht es gut aus bei ihm. Die Klammern. Noch den Ausruhen, Deckung hoch.
schön noch gewesen. Ist der Sidekick auf dem Körper. Die linke und der Roundhouse-Kick zum Körper. Macht er gut. Kein einziger klarer, sauberer Treffer von Albert. Die Runde ist eigentlich rum und ja, also die Tendenz bleibt. Der Franzose ist auf dem Vormarsch, eindeutig. Grisou, dunkt es mir, verliert auch langsam ein bisschen die Energie. Er läuft zwar immer noch auf ihn zu, aber nicht so explosiv wie am Anfang. Von Albert. Aber immer noch im Vorwärtsgang. Immer noch im Vorwärtsgang. Er läuft auch immer wieder in die Kicks hinein. Die kommen zwar nicht durch, aber die stoßen immer wieder zurück. Das kostet natürlich eine Kraft. Ja, und es deprimiert natürlich. Man will aber da müsste jetzt schon, wie hast du gesagt, ein Lucky Punch sein. Dass er jetzt den Franzosen runterschlossen könnte, das wäre jetzt immer gegen den Verlauf im bisherigen Kampf. Jetzt versucht er nochmal das Ruder rumzureißen, der Albert. Geht vorwärts, aber läuft immer wieder in die Fäuste. Immer wieder. Er will die letzte Kraftreserve mobilisieren. Ja, er weiß, er liegt wahrscheinlich nach Punkten zurück und muss nochmal alles schöner kriegen zum Körper. Aber der Danua jetzt in der 11. Runde immer noch recht flink auf der Beine, immer noch am Tänzeln. Der ist wirklich gut vorbereitet. Super Kondition, gute Technik. Schöne Sache. Aber es wird durchstehen, also. Aber eben, er kann es jetzt so klasse gesehen, für ihn ist es eigentlich. Zum letzten Punkt Richter überzeugen. Schöner Sidekick wieder zum Kopf. Und 10 Sekunden und dann ist der Kampf rum. Aber der Lucky Punch wird, glaube ich, nicht mehr kommen. Also so weit kann ich glaube voraus. Nee. Ah, da. Goran Filipovic so. Hat gewertet. 115 Punkte rot, 117 Punkte blau. Henri Charlet hat gewertet. Ja, Albert siegessicher. Theater. Ja, aber dann jetzt alles jubeln nicht. Also, das ist eindeutig. Da kann man sich noch so wundern. Der hat er verdient den Titel. Sogar noch Kondition zum Umhüpfen. Also, der hat wirklich gut trainiert auf den Fight.
Ich glaube, irgendwie Albert hat irgendwie ein Problem damit. Ja, er ist nicht zufrieden mit dem Resultat. Obwohl, wie gesagt, es war eigentlich recht eindeutig gewesen. Verdient den Titel behalten. Jetzt. So, jetzt noch das Gruppenmatch.